So Leute, willkommen zurück zu South Park, The Fractured But Whole. Wir sind hier bei der Hillevel Farm und hier kriegen wir scheinbar den Wein. Gepresste Member Berries. Das sieht gut für uns aus. Also eigentlich nicht, weil, seien wir mal ehrlich, diese Member Berries, die sind absolut schädlich. Ich habe noch keine Macaroni, aber wir können den Schokoladen-Erinneritor herstellen. Zeitfurz beschwören. Was zum Henker? Howdy, wie kann ich dir helfen? Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimnisvolles Land, in dem Menschen einfach spurlos verschwinden. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wohin ich damit muss. Mit diesem Ein Ding. guter Tag, um ein bisschen mit dem Traktor den Verkehr auf dem Highway zu stauen. Ja. So, kann ich. Ich kann ihn doch bestimmt stoppen und kann hier irgendwie durch. Ach so, nee, stimmt, der bringt uns ja nichts. Nee, gut. Kommen wir da nicht weiter? Wir haben jetzt Zeitfurz beschwören. Ich weiß jetzt noch nicht, was es uns bringt, das Ding, aber wir können's, ne? Gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt als erstes auf die Bank und dann ins Kuhnversteck. Hey, no, ich warte immer noch auf der Bank. Komm vorbei, die Leute schauen schon komisch. Ja, ich bin unterwegs. Wohin deswegs? Und wieder einmal sind wir wahrscheinlich die Person, die hier alle Rechtschaffen! vereinen wird. So. Stanne. Bis dann. So. Auf in die Bank. Wunderarsch ist hier. Sehen Sie, da ist er. Danke, dass du gekommen bist. Ah, diese Person soll also mit unterzeichnen? Richtig, ich habe ein paar Lakaien angestellt, die mit mir die Stadt zerstören sollen. Aber mein Plan ging in die Binsen und deshalb kann ich sie im Augenblick nicht bezahlen. Was wir tun können, ist eine GmbH für Sie einrichten, die ein Geldmarktkonto eröffnet, für das Ihr Freund sein Haus an eine Übersee-Investmentfirma verpfändet. Und futsch! Futsch? Das Haus Ihres Freundes ist futsch, gehört einer Firma in Hongkong. Danke, schönen Tag noch. Aber ich wollte nur meine Lakaien bezahlen und nicht meinem Freund das Haus kosten. Ja, Sie kennen sich nicht gut mit dem Wirtschaftskram aus. Will Ihr Freund mal? Ja, spiel du, Neuer. Lirum larum, Löffelstiel. Wer nicht wagt, gewinnt nicht viel. Jetzt du. Oh, teste dein Glück und dreh am Rad. Erhalte Boni, um Geld zu verdienen und eine ökonomische Klasse auszusteigen, ohne bankrott zu gehen. Okay, wir. Witzig, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Erreiche dein Klassenaufstiegsziel und steige auf die nächste Ökonomiestufe. Insider Training, Bankrott, halte steigst du ab. Das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Keine Niete, keine Niete! Aber wie kann ich das denn? Das Rad sagt Indexfonds. Leerverkaufbonus, tausche diesen Insider. Zug Bankrott und Investments. Riskant! Insider Trading, halt das Rad für deine Fähigkeiten an. Leerkauf, tausche Bankrott, Geld plus Umkehr. Ich kann nicht hinsehen! Trainer, wie kann ich das denn mit unseren Kräften anhalten? Und Tech-Aktien. Insider Trading Bonus. Setzt du ihn vor dem Dreh ein, kannst du das Rad sofort anhalten. Zeit Aha. für Insider-Geschäfte. Okay. Du hast es geschafft. Woo! Unterschichtler bin ich jetzt. Oh. Von Armer zum Unterschichtler. Wir haben einen Gewinner. Diese Kinder haben ein Darlehen über 80.000 Dollar erhalten, um Lakaienarbeitern ihre Löhne zahlen zu können. Auch sie können gewinnen. Versuchen Sie es einfach. Hier ist euer Scheck. Wow, vielen Dank. Du hast das echt gut drauf. Komm, bringen wir das zu meinen Lakaien. Kann ich hier auch nochmal? Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Ach so. Denk an die Zukunft, Sportsfreund. Keiner weiß, wann die Furzblase platzt. Gut so, jeder ist ein Gewinner, außer den Armen.
Ach Gottchen, das ist doch das Mindeste. Ja, wir haben deinem Sohn geholfen. Mrs. Tucker, ja. Okay, zurück zur Wirklichkeit. Gut, Professor Chaos, haben wir damit hier geholfen. Die Arschlochkinder, die die Einwanderer eingestellt haben. Ja, sie haben Kredit aufgenommen, um sie zu bezahlen. Das heißt, sie klauen unsere Jobs. Moment! Ich dachte, wir wären sauer wegen ihrer Geschlechterwahl und ihrer Sexualität und so. Nein, das sind die anderen Typen. Wir wollen nur unsere Jobs zurück. Oh, dann holen wir die Jobs zurück und verspotten sie für ihre Art der Identitätsfindung. Ja, ne? Plan ändern. Ich finde Tupperdose jetzt nicht so geil. Oh, ich kann Mysterion mitnehmen. Den nehmen wir mal mit. Aber warte mal, wen können wir denn sonst noch nehmen? Ja, da, ich möchte Mysterion mal ausprobieren, wie der so ist. Gut, Professor Chaos ist ja gesperrt. Der muss ja mit. Gut. Kommt, Jungs, zeigen wir Ihnen ein paar amerikanische Lakaien. Apropos Lakaien. Oh, ich kann jetzt Lakaien rufen. Er nimmt unseren Lakaienjob weg. Und ja. Hat und hopp. Ja. Trabajo ist Trabajo. Dein Arsch platzt gleich wie... Oh, ich kann jetzt den neuen. Meine Gibt's noch mehr von der Erste Lied? Oh. Hintergrundgeschichten, ich. Wir haben jetzt ein Hintergrundgeschichten-Ich, das auf unserer Seite kämpft. Ist das cool. Krieg ich jetzt wieder Krankengeld? Halleluja! Amerika wurde von Amerikanern, nicht von Lakaien erschaffen. Mikroaggression! Schlag ihn! Ja, Amerikaner sind... Auto! Runter von der Straße, ihr Scheißbäger! Aber das sind Erwachsene. Okay. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten ab. Wieso wirst du nicht in deinem Land Lakai? Ja, also, ne, Amerika wurde ja von Einwanderern gebaut. Also erbaut. Keine Schwäche. Gebaut. Also, ich bin es, Wonder Tweak. Insofern, ja, die haben halt keine Ahnung. Bleib cool! So, du wirst jetzt erstmal auf Eis gelegt. Chill mal kurz, okay? So, ich kann die aber nicht durchbohren, dafür reicht's nicht. Wir können aber dem hier mal einheizen. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Also diese Zeitwurzel. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Ist schon eigentlich ganz cool. Angriff aus dem Hinterhalt. Oh. Ich seh dir recht, du Arsch. Das ist cool. Macht euch auf Schmerz gefasst. Für Chaos. Ja, für Chaos. Okay, und jetzt? Du musst deinen Zug beenden, du kannst da nicht so viel machen. Kann ich dem einheizen? Ja. Oh, ja, voll versaut. Aber es ist ja auch die Rückblend nicht. Ha! Bin okay, alles gut. Hat er uns gerade mit Molotow beworfen? Molotow? Nicht Molotow? Donnerstag! So. Das bist du noch eine Weile! Wir wollen aber unsere Fähigkeit hier gar nicht benutzen. Weil ich möchte mal Mysterion sehen. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Ja. So, wartet mal. Kann ich an dem vorbei? Ja, ich kann hier hingehen und beide besiegen. Das war echt super, Leute. Ja, Mysterion kann sich ja selber umbringen und kehrt immer wieder zurück. Charakterbogen von Professor Chaos. Aber den hatten wir doch schon, oder? Oder hatten wir den noch nicht? Mann,
Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug Lakaienjobs für die habe. Aber nochmal danke. Wer weiß, vielleicht gründen wir unsere eigene Liga der fiesen Superbösewichte. Wäre doch cool. Tschüss. Ja, besiege alle Hinterwäldler. Haben wir gemacht. So, jetzt will ich ja mal gucken, kann ich jetzt weiter um Geld spielen? Kann ich reicher werden? Du willst noch mehr? Bereit, das Rad zu drehen? Ja, bin ich. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. Steuerzahler-Rettungsschirmbonus. Immun gegen nächsten Bankrott. Landest, oh. Müssen die Steuerzahler für dich einspringen. Das ist gut. Und Bingo. Kreditausfallversicherung. Oh. Damit hast du dir den Marktmanipulationsbonus verdient. Benutz ihn vor dem Drehen, dann kannst du das Rad jederzeit anhalten. Sehr schön. Und Tech-Aktien. Ja. Trading-Bonus. Oh, halt das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Anhalten. Sehr schön. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Ja. Neue Ökonomiestufe. Ja, wir machen natürlich weiter. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. So, jetzt werden wir richtig reich. Soja-Terminwaren. Agiles Investment-Bonus. Verdreifache den Wert deines nächsten Felds. Okay, wir verdreifachen den Wert. Hoffentlich gehen wir nicht bankrott. Nee, das sieht gut aus. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Oha. Gleich zum Lohnsklaven aufgestiegen. Wir hören natürlich nicht auf. Stopp, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Ja, Leute, wir werden hier richtig und reich. Immobilien. Oh ja, immun gegen nächsten Bankrott ist super. Weil irgendwann müssen wir mal bankrott gehen. Agiles Investment. Oh ja, dann können wir ja unser nächstes Feld verdoppeln. Vielleicht kriegen wir dann ja wieder richtig viel. Oder verdreifachen oder so. Das Rad sagt Indexfonds. Oh. Verkaufbonus, tausche diesen Zug bankrott und Investments. Riskant. Nee, das will ich nicht, weil da haben wir derzeit zu viel. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Oh, wir sind schon Durchschnitt. Sie dreht sich. Wo sie ja, dann können wir uns auch unser Haus zurückkaufen. Das ich verspielt habe. Soja-Terminwaren. Dreifache Auswahlmenü. Ja, benutzt den Multiplikator. Bonus. Ja, den nutzen wir natürlich. Das Rad sagt Indexfonds. So. Ne, das wollen wir natürlich nicht, diesen Bonus. Der ist doof. Und Immobilien. Immobilien, das ist wichtig. So, komm. Mach uns reich. Hä? Deine Ökonomiestufe hebt ab. Das hat eben ein wenig geleckt, aber alles gut. Wir hören doch jetzt nicht auf. Sie dreht sich. Wo wir sie sind stoppt, schon bequem. Das war nur ein Zufallsgenerator. Aber ich bin immer froh, wenn wir so ein Immobilien-Ding und bekommen Bingo, haben. Kreditausfallversicherung. Zum Anhalten drücke keine Whammies. Ja, benutzt den Bonus. Ja, ich bleibe auf jeden Fall auf so einem Haus stehen. Und Immobilien. Weil... ganz ehrlich, da fühle ich mich einfach sicherer, wenn ich einmal so ein Immun-Ding habe. Das Rad sagt Indexfonds. Nee, Indexfonds will ich noch nicht machen. Das Rad sagt Indexfonds. Nochmal Indexfonds. Ja, jetzt wird langsam so das wichtig, dass man das tauschen kann. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Ja, jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben 7 Felder so, 7 Felder so, ne? Ne, 5 Felder so. Dann nehme ich lieber die Marktmanipulation. Los geht's, Marktmanipulation! Dann, Moment, wenn es nochmal auf dem Technik-Ding ankommt. Ne? Deine Ökonomiestufe. Oh, da wäre ich fast ab. zu langsam gewesen. Wir sind jetzt schon reich. Kommen wir mal bis superreich. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. Ja, direkt Immobilien. Und Tech-Aktien.
So, halt das Rad mit deinen Fähigkeiten an, machen wir natürlich. Das Rad sagt Indexfonds. Ja, Indexfonds, das bringt halt nicht so viel, weil da müssten wir echt schon die Hälfte haben dafür. Sojaterminwaren. Ja, nehmen wir das Dreifach-Ding. Ja, benutzt den Bonus. Und Immobilien. Sehr schön. Und jetzt sind wir zweimal immun gegen Bankrott. Also, das sollte doch was werden. Deine Ökonomiestufe hebt ab. Ja, wir sind jetzt in den oberen 10.000. Ja, und dann werden wir jetzt auch noch reich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. So, wenn wir unterhalb von dem Reich sind, dann steigen wir wohl ab. Sojaterminwaren. Aber ich denke nicht, dass wir absteigen. Benutzt den Bonus. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier was richtig Gutes krieg, das verdreifacht wird. Sojaterminwaren. Na gut, das war jetzt nicht so toll. Aber das können wir ein ja nochmal machen. Bonus im Spiel. Ja, benutzt den Bonus. Ich bin nicht bankrott, das ist gut. Achso, den Bonus darf ich nicht nochmal benutzen. Schade. Das Rad sagt Indexfonds. Komm, einmal noch und dann sind wir superreich. Oh, eine Ökonomiestufe abgestiegen. Ekelhaft, oder? Ja. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Jetzt sind wir also auf reich abgestiegen. Na gut, und macht ja nichts. Tech-Aktien. Halt das Rad mit deinen Fähigkeiten an, machen wir. Sojaterminwaren. Mist, ich habe auf Dings gezielt. Ein Bonus im Spiel. Auf das Haus. Und Immobilien. Immobilien, sehr schön. Rettungsschirm. Auf Gold gestoßen. Gold for Cash Bonus. Alle Bankrottfelder werden zu Gold. Oh, oh ja. Gold for Cash macht den Bankrott zu Gold. Das ist gut. Auf Gold gestoßen. Oh, kann ich das jetzt immer machen? Gold for Cash macht den Bankrott zu Gold. Das ist natürlich super. Weil solange wir das treffen, können wir ja hier praktisch uns immer wieder neu aufladen. Und wenn wir mal was Größeres kriegen, sind wir sofort. Ja, wieder obere, 10.000. Komm. Sie dreht sich, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Tech-Aktien. Tech-Aktien, Rad mit den Fähigkeiten anhalten, benutzen wir natürlich. Insider-Geschäfte. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. So, Manipulation. Da holen wir uns jetzt instant so ein Haus. Okay, das geht dann ja auch direkt auf Gold weiter, das wollte ich bloß wissen. Das ist nicht leicht abzuschätzen. Auf Gold gestoßen. Na gut, dann nehmen wir Gold, ist auch okay. Ja, benutzt den Bonus. Ich meine, da sind wir auch auf jeden Fall sicher. Und Bingo, Kreditausfallversicherung. Ein Bonus im Spiel. Vielleicht wäre jetzt Gold ganz gut. Oder ein Haus, ja. Und Tech-Aktien. Das wollte ich nicht, aber ist auch okay. Ja, benutzt den Bonus. Sojaterminwaren. Dreifach-Multiplikator bringt uns jetzt halt echt nichts. Nein. Eine Ökonomiestufe abgestiegen. Ekelhaft, oder? Leute, ich will das schaffen. Sie dreht sich, wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Und Immobilien. Das ist schade, dass wir da eben das Falsche getroffen haben. Das wollte ich nämlich nicht. Und Immobilien. So, jetzt sind wir auf jeden Fall sicher. Also zweimal sicher, das reicht ja. Auf der Stufe reicht's. Sojaterminwaren. So, und wenn ich jetzt mit dem Multiplikator treffe, sollten wir eh ausgesorgt haben. Auf Gold gestoßen. Ich meine, wir haben wahrscheinlich eh schon ausgesorgt.
Oh, Gold for Cash. Macht den Bankrott zu Gold. Ausgesorgt haben wir. Auf Gold gestoßen. Ein Bonus im Spiel. Und solange wir jetzt immer wieder auf Gold kommen. Das Rad sagt Indexfonds. Ja, tausche. Jetzt haben wir natürlich 5 zu 7. Das lohnt sich nicht so wirklich. Sojaterminwaren waren. Jetzt wäre es 6 zu 6. Ich behalte es mal und ich benutze es mal. Deine Ökonomiestufe ja, hat sich gelohnt. Sie dreht sich, wo sie stoppt. Das komm, ich will jetzt heute noch hier superreicher werden. Sojatermin waren. So, jetzt lohnt sich das Dreifach-Ding auch noch. Ja, benutzt den Bonus. Wenn wir jetzt auf Technik oder so kommen, haben wir natürlich richtig Kohle. Auf Gold gestoßen. Na gut. Gold ist ein Anfang. Ein Bonus im Spiel. Und Immobilien. Ja, bei Gold hätte ich halt gerne, dass wir dann immer wieder auf Gold kommen. Das Rad sagt Indexfonds. Ja, das lohnt sich jetzt halt nicht, ne? Komm, gib mir noch ein Haus oder Gold. Auf Gold gestoßen. Sehr schön. Gold ist super. Gold nehmen wir sofort. Ja, benutzt den Bonus. Auf Gold gestoßen. Weil solange wir jetzt auf Gold kommen, haben wir nichts zu befürchten. Mach den Bankrott zu Gold. Und Immobilien. Haus, ja, das ist jetzt... Das ist jetzt schwer, weil ab jetzt wird's kompliziert. Oder nicht kompliziert, weil... Und Tech-Aktien. Ist ja trotzdem immer dasselbe. Okay, halte das Rad mit deinen Fähigkeiten an. Steuerzahler-Rettungsschirm, danke, kleiner Mann. Eins zu wenig. Ist halt bei der Geschwindigkeit extrem schwer abzuschätzen. Ich hätte da unten auf das Doppelteil gehen müssen. Du hast die nächste Ökonomiestufe erreicht. Oh, Erfolg, Konzern. Wolf, ich bin superreich. Was kann ich denn auf superreich? Nächste Stufe superreich, ja, bringt mir nichts. Natürlich, ich mache mit all meinen Top-Kunden Selfies. Ja, wir sind jetzt superreich. Juhu! Ja, cool, Leute. Gefällt mir. Konzernwolf beenden. Ja, haben wir geschafft. Wir sind superreich. Ja. So, Leute, ihr lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit South Park, The Fractured But Whole. Bis dann, euer Wolf.